Also ich habe grundsätzlich überlegt, was man jetzt tun kann in dieser sehr festgefahrenen Situation. Insbesondere auch die der desolaten Familien, Eltern, der ganzen Struktur. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich in Anbetracht der Mittelknappheit bei uns, wie es wahrscheinlich allen Vereinen und Organisationen geht, am sinnhaftigsten ist, wenn wir versuchen, das Leben der Kinder in erster Linie zu strukturieren und wirklich wieder am Thema Bildung am meisten arbeiten und uns auf diese Gruppe dann auch konzentrieren, um einfach eine bessere Zukunftsperspektive entwickeln zu können für diese Kinder. Weil ich will jetzt nicht sagen, die Erwachsenen haben gar keine Chance, aber es ist vom Ansatz her sehr, sehr schwierig, dort noch was zu machen. Und es ist für uns grundsätzlich einfacher, umzusetzen, mit den Kindern zu arbeiten. Und deswegen die volle Konzentration auf den Kindern. 2003 hat Jenny Rasche die Kinderhilfe in Rumänien ins Leben gerufen. Sie arbeitet inzwischen, unterstützt von ihrer Familie und anderen Helfern, buchstäblich Tag und Nacht, um den Menschen in Rumänien zu helfen, die wirklich Hilfe benötigen. Im sogenannten kleinen Kinderhaus werden vor allem die Kinder über einen Zeitraum von einigen Wochen oder auch Jahren aufgenommen, deren Leben durch massive Vernachlässigung gefährdet war. Das Problem ist, wenn wir uns auf das einzelne Kind zu sehr konzentrieren würden, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir schwer enttäuscht werden, natürlich riesengroß. Man muss sich immer wieder der Tatsache bewusst werden, dass wir mit ganz schweren Sozialfällen arbeiten. Das geht nicht jeder Fall gut. Ja. Und es kann auch passieren, dass einfach mal ein Kind auch abspringt, zwischendurch seine Schule nicht beendet, was ja unser Traumziel aber ist. Und deswegen denke ich, dass man einfach grundsätzlich weiterdenken sollte. Also man sollte sich jetzt nicht zu sehr an einem Fall festklammern, auch emotional nicht, sondern man sollte dann versuchen, möglichst so einen Grundimpuls an diese junge Generation zu senden und zu sagen, wir gehen weiter, so eigentlich mit der breiten Masse zu versuchen zu arbeiten und lieber die breite Masse in die richtige Richtung zu schieben, auch wenn die Einzelresultate nicht ganz so hoch ausfallen werden, der Fall wird nicht so tief sein, ganz einfach. Und man kann halt Jahr für Jahr immer wieder neue Generationen erarbeiten, die nachrücken und die Sache wird sich stetig und ständig verbessern. Man muss sich nur darüber klar sein, dass das ein Prozess ist, der über Jahrzehnte gemacht werden muss und zwar jeden Tag. Und dann irgendwann wird es solche Zustände nicht mehr geben, weil Menschen, die vernünftig ausgebildet sind, die leben nicht in solchen Verhältnissen. Das ist einfach so. Im großen Kinderhaus, dem sogenannten Pippi-Langstrumpf-Haus, geht es um die Schulkinder. Bildung, Essen und Tagesstruktur, aber auch Liebe und Zuwendung gibt es hier tagtäglich nach der Schule für über 60 Kinder. Mein Mann steht hinter mir, meine ganze Familie steht hinter mir und es war ja schon immer mein Traum, das zu machen. Und letztendlich ist es auch so, also ich habe in den letzten Jahren viele, viele Sachen gesehen, die andere für möglich gehalten hätten, dass man das schaffen kann. Und ich denke, das treibt einen immer wieder weiter, wenn man sich sagt, Mensch, wenn ich es geschafft habe, den in die Schule zu integrieren, dann schaffe ich es auch, den zu integrieren. Und wenn man dann wieder einen Schritt geschafft hat und so kettet sich das eine an den anderen und irgendwann ist es eigentlich alles, was man möchte, ist daran weiterzuarbeiten. Kinder, die in bitterster Armut am Rande der Gesellschaft leben, werden darin bestärkt, zu lernen und so ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Dies ist keine leichte Aufgabe und braucht viel Ausdauer und noch mehr Geduld. Ja, also wir haben eine 8. Klasse jetzt, die zum Beispiel sich dadurch kennzeichnen, dass sie immer noch tagtäglich zur Schule gehen, nicht schwanger sind, sich nicht verheiratet haben. Und mir immer mehr über Ausbildungsberufe erzählen, also doch in den Trend gehen wollen, sich ausbilden zu lassen jetzt auch. Wir werden jetzt sehen, dass wir ab nächsten Jahr überschulische Ausbildungen finden, dass wir über betriebliche Ausbildungen finden. Wir müssen gucken, wie wir das hier in Sibiu auch transportmäßig umsetzen, weil die Kinder müssen ja trotzdem jeden Tag dorthin und wieder zurück. Und ja, wir werden das versuchen, für jeden Einzelnen so gut wie möglich individuell umzusetzen, auch im Rahmen seiner Fähigkeiten. Es wird nochmal eine Mammutaufgabe. Wir werden wahrscheinlich neben viel Geduld und langen Atem auch mehr finanzielle Mittel brauchen, weil wir einfach mehr Personal brauchen werden, um das abzudecken. Aber wenn wir sagen, wir wollen den Weg bis ans Ende gehen, also bis zum Arbeitsplatz, dann denke ich schon, dass sich das jetzt lohnt, das zu versuchen, weil sonst hätten wir vielleicht auch 8 Jahre lang umsonst gekämpft für einige von den Kindern. Der größte Lohn für diesen Hilfseinsatz besteht darin zu erleben, wie Kinder, die zuvor abgestumpft und taub waren, mehr und mehr ins Leben erblühen.
Ja, es gab immer wieder Schüler, die mehr als unbeschulbar gebracht wurden oder wo mir gleich erklärt wurde, das hat alles gar keinen Sinn. Das wurden dann am Ende mit die besten und fleißigsten Schüler mitunter. Es gab sicherlich auch die Bestätigung dessen, was andere sagten, dass es nicht ging. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, grundsätzlich kamen viele Kinder zu uns, die zum Beispiel auch das Stigma hatten, sie seien retardiert, mental retardiert. Und das war eine Sache, die musste nach 2 Jahren komplett revidiert werden, weil es war einfach nicht so. Die Kinder waren überhaupt nicht geistig behindert, sie waren einfach nur nicht gut stimuliert vom elterlichen Umfeld her und so weiter. Sie lebten in dieser Monotonie und der kleine Geist konnte sich nicht richtig entwickeln. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Schüler, bei dem wir nie gedacht hätten, dass das mal was wird. Und der ist so begabt, auch im Zeichnen, im Musikalischen, dass er wahrscheinlich am nächsten Jahr aufs Kunstlyzeum gehen wird. Das bedeutet, das ist ein Gymnasium, was sich einfach nur der Kunst, der Musik, dem Zeichnen verschrieben hat. Und so kommt man nicht so einfach rein. Und wir halten ihn trotzdem 5 Sterne die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Also sowas wird immer wieder sein. Aber es wird auch immer mal wieder Schüler geben, wo man sagt, Mensch, der hat richtig eine Chance. Und trotzdem springt er ab, wenn er 14 ist. Ja, auch das wird es geben. Wir werden immer wieder mit den Extremen konfrontiert sein. Ich glaube, die Kunst daran ist einfach, jeden Fall immer wieder neu zu beurteilen und auch nach einer gewissen Zeit ihn wieder neu zu beurteilen und nicht zu sagen, so ist es. Weil es muss so nicht sein, weil Jugendliche ändern sich noch, Kinder ändern sich noch. Bei Erwachsenen sehe ich die Wahrscheinlichkeit auf eine Änderung eher als sehr gering. Wir benötigen Ihre Hilfe. Wir freuen uns über Geld und Sachspenden. Sie können unsere Arbeit aber auch leicht dadurch unterstützen, dass Sie dieses Video an Freunde und Bekannte schicken.